sehr angenehm, diese Kopfmassage, kann ich aus Erfahrung sagen. Dr. Yael Adler, Dermatologin, Bestseller-Autorin, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich, danke. Ab wann sollte man eigentlich im Bad beziehungsweise misstrauisch werden, wenn man irgendwie die Bürste voller Haare hat, oder ist das noch okay? Oder? Also man sagt so 100 Haare am Tag, wenn es mehr ist, dann könnte es krankhaft sein. Aber aus meiner täglichen Praxis beobachte ich eher, die Leute sagen, irgendwas hat sich verändert. Sie haben das Gefühl, es sind doch mehr Haare, ob sie jetzt gezählt haben oder nicht. Oder der Zopf, der vorher so dick war, wird irgendwie dünner. Ich finde, man darf auch ruhig mal früher zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen, wenn man besorgt ist, weil man gerade beim Haarausfall nicht zu lange warten sollte, denn irgendwann wachsen die Haare vielleicht doch nicht mehr so gut nach, weil die Haarporen, da wo die rauskommen, die können schrumpfen und mickrig werden und dann kann sich da auch nichts mehr bilden. Gibt es eigentlich eine bestimmte Stelle, wo das anfängt, oder ist es völlig egal? Es kommt ja ganz darauf an, welche Art von Haarausfall das ist. Wir haben jetzt gerade im Film eine Autoimmunerkrankung gesehen, wo also die Haarwurzeln attackiert werden vom eigenen Immunsystem und deswegen die Haare ausfallen. Aber es gibt ja auch den männlichen Haarausfall, den können Männer und Frauen haben. Aber auch hier so diese Geheimen. Bei ihnen die Ecken, ja, bei manchen hinten die Tonsur, bei anderen dann auch alles. Das kann bei Frauen auch passieren, wenn also unsere männlichen Hormone, die auch wir Frauen haben, zu aktiv an den Haarwurzeln wüten. Ja. Das männliche Hormon Testosteron kennt jeder. Das wird an der Haarwurzel durch ein Enzym umgewandelt in ein noch aktiveres männliches Hormon DHT, Dihydrotestosteron. Und das ist so wahnsinnig stark, dass das Leben des Haares verkürzt und eben diese Haarwurzel auch schrumpfen lässt. Und es gibt viele andere Gründe. Und das ist eben das, warum man zum Arzt gehen sollte. Es kann die Schilddrüse sein, es können Nährstoffmängel sein, es kann eine Impfung sein, die 8 Wochen zurückliegt, oder eine Schwangerschaft. Danach fallen die Haare ganz natürlich aus. Ja. Kann es auch Genetik sein? Absolut kann es auch die Genetik sein, aber trotzdem würde ich immer eher sagen, wir gucken mal nach, weil vielen denen gesagt wird, das ist die Genetik, die haben einfach nur einen Eisenmangel. Gerade Frauen, die stark menstruieren, also stark bluten, haben oft so einen Blutverlust, dass der Eisenspiegel sinkt, und die Haare brauchen auch Eisen, dass sie gut wachsen können. Also ich würde, bevor ich so eine Diagnose, wo man eher nicht so viel machen kann, mir geben lasse, erstmal genau nachgucken. Ist das denn überhaupt ein großes Problem? Also sind viele davon betroffen? Also man sagt, im Laufe eines Männerlebens kann es in 70% der Fälle zu Haarausfall kommen, im Frauenleben 40%. Das heißt nicht, dass es immer ein dauerhafter Haarausfall ist, wo dann eine Glatzenbildung entsteht. Aber es ist für uns Menschen ein Phänomen, das sehr häufig ist und was uns auch oft besorgt. Und was für Möglichkeiten habe ich, außer jetzt gleich an eine Haarverpflanzung zu denken? Also ich gebe jetzt einen Ratschlag, der ein bisschen schwierig ist umzusetzen, weil er oft von den Krankenkassen nicht gezahlt wird. Wenn Patienten zu mir kommen, empfehle ich oft eine Blutuntersuchung, um zu gucken, was fehlt denn im Blut. Es ist nicht nur Eisen. Es kann auch Biotin sein oder Zink, Vitamin D, Selen, Vitamin A oder verschiedene Aminosäuren. Es kann auch eine Schilddrüsenerkrankung dahinter stecken. Es können auch Cortisol, das Stresshormon, zu hoch sein, oder ein Kopfdrüsenhormon namens Prolaktin oder die Geschlechtshormone, die Männerhormone, dass die zu hoch sind. Es kann so viele verschiedene Gründe haben. Und bevor ich dann etwas behandle, möchte ich wissen, was ist die Ursache. Und das zahlen die Kassen leider oft nicht oder nicht komplett, sodass manchmal das eine Eigenleistung ist, leider. Lassen Sie uns mal anschauen, was überhaupt passiert, wenn ein Haar wächst. Wir können das nämlich wunderbar jetzt an Annie mal demonstrieren. Wir haben hier mal die Haarwurzel, 3 verschiedene Stadien quasi, wie das Haar wächst. Und wir konzentrieren uns mal auf die mittlere Darstellung. Was sehen wir da? Also wir sehen erstmal unten dieses Blutgefäß, das versorgt in der Papille das Haar mit Nährstoffen. Dann sehen wir diese handschuhförmigen weißen Melanin, also pigmentbildenden Zellen, damit das Haar seine Farbe hat. Das variiert ja. Und dann sehen wir zwiebelförmig die Wurzel, und aus der bildet sich dieser schwarze Hornfaden, und der wächst durch den Kanal nach oben, bis er dann irgendwann auf der Kopfhaut zu sehen ist. Was ist das? Dieses rote, knubbelige, das ist die Talgdrüse, die gibt Talg ab, also Fett, und das ist super, weil das hält das Haar natürlich geschmeidig, es hilft ihm glänzend zu sein, gesund zu sein, die Kopfhaut auch zu pflegen. Ja. Und das gibt uns auch einen verführerischen Duft letztendlich, wenn es nicht zu viel ist. Okay, und jetzt wächst das weiter, wir gucken uns an, jetzt wächst es immer weiter, wie viel wächst es? Also das Haar hat quasi 3 Stadien, das eine ist das Wachstumsstadium, 80 bis 90% der Haare sollten in diesem Stadium sein, damit wir volles Haar haben. Und das ist 3 bis 6 Jahre lang. Danach geht es in ein Übergangsstadium und dann in eine Ruhephase. Und dann fällt es aus. Und man sieht, wenn man in der Pore schaut, dass der Hornfaden, der frisch entsteht, das Haar, das alte Haar rausschubst. Ja. Und dann kommt es zum Haarausfall. Und diese Balance soll so sein. Wenn also zu viele Haare im Ausfallstadium sind, dann kriegt man Haarausfall.
Okay, aber da jetzt in dem Moment ist es natürlich, dass sich das Haar quasi, dass das Haar abgestoßen wird oder wie auch immer und dann bildet es sich neu. Genau, also es geht, diese Übergangsphase, die dauert 3 Wochen und dann ist es 3 Monate im Ruhestadium und dann fällt es raus, indem von unten ein frisches Haar nachwächst und es rausschubst. Ja, da sieht man es. Das kommt dann von unten wieder nach. Und jetzt kommt ein neues Haar, weil die Wurzel bleibt immer unten drin, die ist immer aktiv. Es ist nicht so, manche Leute denken das ja, wenn sie sich so ein Haar rauszupfen, da ist so eine Verdickung, das sind nur so Schalen, aber das ist nicht die Haarwurzel. Ja, das heißt, das könnte, also wenn sich das jetzt nicht automatisch, sage ich mal, rausschieben würde, sondern wenn man es immer wachsen ließe, wie lang kann so ein Haar maximal werden? Ach, das kann ja auch, sieht man ja, bei manchen Menschen richtig bis zum Boden gehen oder noch länger. Aber bei den meisten Leuten ist dann nach 3 bis 6 Jahren Schluss. Ja. Ne? Und dann ist es dann halt auch irgendwann, je nach Länge, ist es dann raus. Mhm. Und die Augenbrauen haben die kürzeste Zeit, die werden deswegen auch nicht lang, sonst würden sie uns über die Augen hängen. Klar, das wäre nicht sinnvoll. Haar ist ja, habe ich ja auch schon gesagt, ein ganz klarer Attraktivitätsfaktor. Wann finden wir denn Haar überhaupt schön? Wenn es voll ist, wenn es besonders glänzt, wenn es möglicherweise besonders riecht? Also Haar schmückt uns. Es ist ein Zeichen für bei Frauen für Weiblichkeit, für Fruchtbarkeit. Deswegen ist es auch gerade bei Frauen so schlimm, wenn sie Haarausfall haben, weil das ja auch jeder sehen kann. Man ist sehr stigmatisiert. Mhm. Und es ist auch ein bisschen schräg gesagt, wie wenn man ein Pferd anguckt, wenn das ein krankes Fell hat, dann weiß man, oh, da ist auch ein krankes Tier womöglich dahinter. Und so archaisch sind wir auch, dass wir jemand angucken, oh, die Haare sehen irgendwie nicht gut aus, der Mensch ist womöglich krank. Also solche Signalwirkung hat das auf das Gegenüber. Und deswegen ist gesundes, volles Haar so ein wichtiges Zeichen für Schönheit und Gesundheit und auch, dass wir uns subjektiv wohlfühlen. Und das können wir doch sicherlich beeinflussen. Wann ist unser Haar schön? Wie pflegt man es am besten? Ich meine, heutzutage gibt es ja für jeden Haartyp inzwischen Shampoos, da steigt man ja teilweise gar nicht selber durch. Also die Pflege ist gar nicht so wichtig, weil auch ein ganz mildes Shampoo oder sogar nur Wasser würde dem Haar reichen. Das Haar pflegt sich auch selber. Ja. Wichtig ist noch mal vielleicht ganz kurz, wenn wir uns gesund ernähren und wenn unsere Darmflora gut ist, dann hat das Haar genug Baustoff und genug stoffwechselrelevante Stoffe, um zu wachsen. Ja. Manchmal muss man aber auch nachhelfen mit einer Tinktur oder eben eine Krankheit behandeln oder auch bei Frauen manchmal muss es eine antimännliche Hormonpille sein, je nachdem, welche Krankheit dahinter steckt. Aber ansonsten wächst es einfach dankbar vor sich hin und wir sollten es nicht radikal bleichen. Dauerwelle ist schädlich, auch starker Zug. Also wir sehen oft Frauen, die so einen starken Dutt tragen oder auch afrikanische Zopffrisuren, die ziehen sehr stark an den Haarwurzeln, sodass das Haar zurückweicht und die Haare hier quasi nicht mehr richtig saftig und kräftig werden können. Also das ist schon mal alles schlecht für die Haare. Glätteisen könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Hitze, extreme Hitze, Leichen, zu heißer Föhn. Das Chemikalien, ist alles, genau. Ja. Am liebsten Luft trocknen lassen, nur mit Wasser waschen oder mit einem ganz milden Shampoo. Und nur wenn Sie, Kopfhautprobleme haben, dann gehen Sie zum Hautarzt und lassen sich ein medizinisches Shampoo verordnen. Okay. Wie sieht es denn so mit alten Hausmittelchen aus? Man sagt ja immer Ei oder Eigelb, Bier möglicherweise. Ja, das kann man alles machen. Ich habe selber einen Lieblingstipp, den ich meinen Patienten immer auf den Weg gebe. Das ist Essigwasser. Essig? Mhm, aber Essig ist doch eigentlich pur, ätzend. Nicht pur, sondern 1 Liter Wasser mit 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig. Und das ist vom pH-Wert schön sauer, also ungefähr pH 5, ja. pH 4,8, so wie unser Säureschutzmantel auch sein soll. Das heißt, unsere Kopfhaut, wenn die vielleicht nicht gut riecht oder dauernd Schuppen bildet, weil sich ein Hefepilz vermehrt hat, dann ist Essigwasser super, um die Kopfhaut anzusäuern, zu beruhigen, Erreger und Gerüche zu vertreiben. Aber es legt auch die Haarschuppen am Haarschaft an. Ne, das muss man sich wie einen Tannenzapfen vorstellen. Wenn das Haar trocken ist oder vielleicht durch eine alkalische Seife auch so aufgequollen, dann stehen diese Schuppen ab und durch das Essigwasser legen die sich wieder an. Und dann wird es so ein glatter, glänzender Haarfaden und sieht super aus. Und der Duft verduftet übrigens schnell. Ja, naja, wobei Apfelessig ist jetzt, finde ich auch nicht so schlimm vom Duft. Appetitanregend. Genau. Aber wenn man in der Küche putzt, dann ist ja auch irgendwann der Geruch weg nach Essig. So ähnlich ist das auch am Haar. Ja, Dr. Yael Adler, Dermatologin, Bestsellerautorin bei mir. Wir haben es gesehen, Haare ein absolutes Vitalitätssymbol. Ja, durchaus auch ein Statussymbol. Und deswegen helfen da ja gerne auch mal viele Leute nach mit solchen Tinkturen und was es da alles gibt. Was halten Sie davon? Also es ist viel auf dem Markt, aber tatsächlich kann man aus der Hautarztpraxis sagen, ja, es wirken vor allem die Wirkstoffe Minoxidil.
Das ist eigentlich ein Blutdrucksenker, den man sich auf die Kopfhaut schmiert. Das führt zu einer Verlängerung der Wachstumsphase und auch Melatonin, ein körpereigenes Tag-Nacht-Hormon quasi. Auch das ist so eine Art Anti-Aging-Kur für die Wurzeln und die kann man erwerben und die helfen in der Tat. Also wir benutzen es auch bei Haarausfallerkrankungen. Mhm. Ein Makel ist ja oft, wenn ich fettiges Haar habe oder auch schuppiges Haar, wenn mir die Schuppen irgendwie gerade auf so dunklen Jacken oder sowas, auf Sakkos runterfallen. Wo liegt das eigentlich dran? Es gibt zwei Hauptursachen. Das eine sind trockene Schuppen. Wenn man also zu viel gewaschen hat oder so eine Art Neurodermitis-Veranlagung mit trockener Haut hat, da sollte man seltener waschen, vielleicht auch nur mit Wasser oder mit ganz milden Shampoos auf Basis von Zucker oder Kokostensiden, ohne aggressive Duftstoffe, Farbstoffe, Schaum, Glitzer, Konservierungsstoffe. Und dann gibt es die fettigen Schuppen. Die kann man daran erkennen, dass die Haut oder die Haare sehr schnell ölig werden, man also quasi fast jeden Tag waschen muss. Und auch wenn man sich so eine Schuppe abschabt und sie zwischen den Fingern reicht, es einen Ölfilm hinterlässt. Mhm. Und da kann man von außen nicht so viel tun. Also die Shampoos, die es gibt, die rauen die Haare an, damit das Fett nicht gleich sich so verteilt und es so ölig aussieht. Aber eigentlich kommt das aus der Tiefe. Wir haben vorhin ja bei der Annie gesehen, die Talgdrüse sitzt in der zweiten Schicht der Haut. Ja. Da kommen wir von außen nicht ran. Da sollten wir darauf achten, dass wir nicht so viel Milch trinken, kein Zucker, kein Weißmehl, kein Fastfood und auch kein Marihuana rauchen, denn all das aktiviert diese Talgdrüsen und macht die Haare fettig. Und wenn das alles nichts hilft, dann könnte es an den Männerhormonen liegen. Da geht man dann wieder zum Arzt und lässt sich mal checken. Mhm. Dann großes Thema natürlich auch noch, graue Haare. Ne? Also bei manchen setzt das ganz früh ein, bei manchen eher spät. Woran liegt das? Also zum einen ist es ganz klar genetisch und hat nichts mit schlechtem Lebensstil zu tun. Trotzdem hat man in Tieruntersuchungen gefunden, ja, Stress kann auch die Haare schneller ergrauen lassen. Da wird H2O2 produziert. Das kennen wir auch als Blondierungsmittel. Und wenn das nicht rechtzeitig vom Haar abgebaut wird, dann wird man schneller grau. Gerade hatten wir ja auch schon das, was Haaren schädigt, Blondierung, also Haar ist ein Sensibelchen. Also Färbentönen. Ja, einfach das Haar mal echt in Ruhe lassen, das ist alles für die Haare eine Strapaze. Die sagen uns das ja auch immer nach einem fiebrigen Infekt, nach Stress, nach Operationen, durch Hormonschwankungen, durch schlechte Ernährung. Immer wieder sind die Haare in Mitleidenschaft gezogen durch Dauerwelle, durch Glätteisen, durch Föhnen, durch trockene Heizungsluft und vor allem durch aggressives Kämmen. Also auch da lieber mit weicheren Bürsten, nicht zerren, vor allem nicht, wenn die Haare nass sind, da sind die besonders empfindlich. Lieb sein zu den Haaren, streicheln, Kopfhautmassage ist super. Ja, koffeinhaltige Shampoos sind deswegen auch im Trend. Einen ganz leichten Effekt schreibt man ihnen zu. Und jeder Friseur punktet auch immer damit, wenn er eine kleine Kopfhautmassage bei das der stimmt. Wäsche macht oder mal ein Masseur so leicht an den Haaren zieht, weil die sind extra ausgestattet mit Nervenfasern. Wir finden das einfach schön. Danke bis hierhin, sehr interessant. Wir gehen gleich noch mal ein paar Stockwerke tiefer und gucken uns mal oder unterhalten uns über Sinnhaftigkeit der Körperbehaarung. Ja, bevor man die Haare entfernt, sollte man sich vielleicht kurz darüber klar werden, warum sie eigentlich da sind. Dr. Yael Adler, Dermatologin aus Berlin, ist bei mir. Gleich sprechen wir über Körperbehaarung. Vielleicht erstmal unser Haupthaar, also das auf dem Kopf. Wofür ist das eigentlich? Na, die Natur hat sich alles ausgedacht mit Sinn. Ja. Natürlich schützt uns das wie eine Mütze vor also UV-Strahlung. Wärmeverlust, vor UV-Strahlung. Natürlich zerstäubt es auch unseren verlockenden Duft, ne? Ob man sich gut riechen kann. Also es schützt uns. Und Gleiches gilt für Körperbehaarung? Ja, das ist ein Rest von unserem Fell, das hat sich zurückgebildet. Aber wenn wir zum Beispiel Gänsehaut haben, dann ist das ein bisschen so ein Thermoskanneneffekt. Denn die Haare stellen sich auf und es schließt quasi ein bisschen so ein Luftfilm auf uns ein und wärmt uns, wie bei der Thermoskanne. Okay. Oder wenn wir gerade in Stress sind und uns verteidigen müssen, dann stellen die sich markant auf und wir sehen viel größer und gefährlicher aus. Die Nackenhaare stellen sich. Im Grunde sind das solche Relikte von unseren Vorfahren. Und da, wo wir sie wirklich brauchen, also die Nasenfang, Armhaare und die Ohrhaaren und hier die Haare der Brauen und der Wimpern, die sollen natürlich verhindern, dass da irgendwelcher Dreck oder Insekten in uns hineinkommen, die wir nicht wollen. Das heißt, dafür sind die Haare noch geblieben. Gilt Gleiches für den Intimbereich auch? Der Intimbereich ist behaart und auch die Achseln, weil da liegt Haut auf Haut. Und das ist im Grunde unser natürlicher Baumwollschlüpfer, unsere Klimaanlage. Die Haare helfen, dass es nicht dunkel und schweißig und feucht ist und sich Erreger vermehren, sondern dass es schön luftig ist. Und auch dient es dazu, unseren Lockduft, unser erotisches Duftmarketing zu machen. Das verstäubt den und dann weiß man eher, ob man miteinander Nachkommen produzieren will oder nicht.
Klasse, vielen Dank. Ja, und interessant. Übrigens, ja. Der Bart, ne, soll den Männern ein markanteres Kinn verleihen. Dann zeigt es, dass sie mehr Biss haben. Ja, ja. Habe ich mir auch stehen lassen, damit ich nicht so ein Milchgesicht habe. Und noch was, die Männer, die Haare hier oben verlieren, das ist wohl auch von der Natur ausgedacht, damit die im Kampf nicht da gepackt werden können. Das heißt, die Glatzköpfigen zum Trost haben im Kampf Vorteile. Fantastisch. Sehr spannend. Ja. Also gut, ich würde wirklich noch lange drüber reden, aber wir kommen gleich noch zu den Nägeln. Da habe ich auch ein kleines Problem, aber das besprechen wir gleich. Gut, dass Sie da sind. Ja, Dr. Yael Adler immer noch bei mir. Nicht nur Bestseller-Autorin, sondern Sie haben ja selber auch eine Praxis in Berlin als Dermatologin. Kommen solche Fälle auch zu Ihnen, so verunglückte Sachen aus dem Nagelstudio? Ja klar, das kann passieren, wenn zum Beispiel jemand davor einen Nagelpilz hatte und der Staub noch irgendwo rumfliegt und bei der Behandlung aus Versehen bei mir mit eingebracht wird. Oder auch das Instrumentarium nicht heiß sterilisiert wurde, quasi wie im OP, sondern nur desinfiziert wurde oder im Ultraschallbad lag. Das reicht nicht, um infektiöse Sporen abzutöten und dann kann man sich anstecken. Aber auch im Schwimmbad, in der Sauna, deswegen immer Badelatschen tragen, denn viele merken gar nicht, dass sie einen Pilz haben und sogar ein Fußpilz kann sich auf den Nagel setzen. Okay. Pilze sind das eine. Ich habe auch einen Defekt am Nagel und ich nutze die Sendung ja auch immer so ein bisschen meine eigene Krankengeschichte hier zu verkaufen. Nein, mich würde es wirklich interessieren. Ich versuche das schon seit 10 Jahren wegzukriegen. Es ist nicht möglich. Was ist das? Sie hatten bestimmt eine Verletzung hier in der Wachstumszone, ne, unterhalb des Nagelhäutchens. Da ist jetzt ein Dauerdefekt und deswegen kann es so kanalförmig nicht mehr gesund rauswachsen und bleibt so. Das ist chronisch. Deswegen ganz wichtig, immer das Nagelhäutchen auch schön schonen, denn das schützt diese heilige Zone. Okay. Ich hatte das auch mal viele Jahre. Und selbst als Hautärztin war ich ratlos, was ich tun sollte. Und dann habe ich mir irgendwann aus Versehen den Daumen, wo das war, im Stahltor eingeklemmt. Der war dick und blau und danach war es aber weg. Habe ich Glück gehabt. Okay, ich schließe das aber als Therapiemöglichkeit aus. Keine offizielle Therapie, nicht mit dem Hammer bitte rangehen. Ganz zum Schluss vielleicht noch die Gretchenfrage. Schneiden oder knipsen? Im Grunde ist es wichtig, dass man es fein feilt danach, damit es wie ein Holzstück schön verschlossen ist, die Poren, der Nagel nicht aufquillt. Und Achtung, niemals so rund feilen oder schneiden, damit die Ecke, wenn sie auswächst, sich gerade am Fuß nicht in diesen weichen Wall bohrt, weil dann können Bakterien eintreten und dann kann es eine Infektion geben. Gut, das merken wir uns. Gut. Dr. Yael Adler, ganz, ganz herzlichen Dank. Immer spannend, wenn Sie bei uns zu Besuch sind. Über diese Türmethode denke ich nochmal nach. Danke.